Secret Love Song werde ich jetzt zum ersten Mal hören mit Morissette. Im Video davor habe ich Ain't Been Done gemacht und war total begeistert und auch sehr überrascht, wie sehr sie sich geändert hat. Ich kann nicht sagen zum Negativen, Positiven. Sie ist halt total anders geworden mit kürzeren Haaren und ein komplett anderer Style. Und jetzt in diesem Video habe ich gesehen, schon mal, ich habe es mir noch nicht angehört, aber es steht halt immer drunter, dass es von 2017 ist. Und ich habe jetzt extra mal nicht die Wishbox gewählt, sondern einen Live-Auftritt vor Publikum. Das interessiert uns, denke ich, dann auch mal sehr, ob es da vielleicht einen Unterschied gibt. Und wir gehen dann sozusagen zurück zu den Ursprüngen, wobei ich glaube, ihre Ursprünge sind sicherlich noch viel, viel, da war sie noch viel, viel jünger. Sicherlich hat sie als ganz kleines Mädchen angefangen. So, was für eine wunderschöne Stimme sie hat, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Kanal abonniert, um Morissette und weitere wundervolle Künstler zu unterstützen, dass sich diese Künstler vor allem und Künstlerinnen auch in Deutschland viel mehr ausbreiten. Und nicht vergessen, auf meine Homepage zu gehen. Da habe ich nicht nur ein kostenloses Tutorial für euch, wie ihr eure Gefühle in die Musik reinsetzt und euer Lieblingssong damit singen könnt, sondern es gibt natürlich auch immer wieder schöne Newsletter mit tollen Tipps und Tricks für eure Stimme. Wir sehen uns wieder nach dem Intro. Asia Song Festival 2017. So eine wundervolle Bühnenpräsenz und man hört schon die Schönheit der Stimme, aber die ist hier noch nicht so stark. Und ich frage mich gerade, spielt sie damit? Macht sie damit gerade so einen Effekt, dass man denkt, ja, süß, aber noch schwache Stimme und gleich wird es gleich viel, viel lauter? Oder kommt es erst mit den Jahren? Was mir so ein bisschen auffällt, dass sie so ein bisschen hochatmig ist. Wenn man laut singen will und, oder so eine Powerstimme haben will, dann darf man nicht ganz so nach oben gehen. Aber sie hat ja hier auch extra so einen kleinen Hauch in der Stimme. Ist also ein bisschen anders als bei der Klassik. Mal schauen. Ihre Kehle ist ja trotzdem locker. Hier macht sie die Höhe erstmal nur in ihrer Kopfstimme und auch noch ganz, ganz leicht. Wir wissen ja, wie hoch sie gehen kann. Mal schauen, ob sie das auch noch belten wird. Oh. Fühl. Sie hat es, sie hat es. Obvious, you're meant for me.
Every piece of you it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm meant so deep, but I'll never shove it on my head. Hier hört man, finde ich, schon mehr, ne? Dass so eine starke Stimme dahinter stecken könnte. Und sie macht das so gefühlvoll. Sie strahlt so viel Liebe. Vergleich das mal mit jetzt diesen moderneren Stücken, ne? Wie das auch nochmal anders ist. I know this. We got a love that is homeless. What can't you hold me in the street? What can I kiss you on the desert? Schön, ja. Aha. Okay, hier hat sie jetzt diesen Scratch reingemacht, der wird später auch immer typischer. Aber diese hohe Stimme, sie hat später, also jetzt heute, ne, so 3 Jahre später, hat die Stimme doch noch mehr Körperanbindung und noch mehr diese Stärke drin. Obwohl es ist schon fantastisch und gut und alles, ne, aber da sieht man doch, wie sich eine Stimme entwickelt. I don't wanna live up this way. I don't wanna have the same way. I wonder if it ever will change. I'm living for that day. Someday. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you when it's all too long? I wish that it could be. Schön, ja, und das, was sie jetzt tut, das ist halt erstmal unerwartet, ne? Wenn man sie jetzt zum ersten Mal gehört hätte auf dem Festival, wie sie anfängt und jetzt singt, so wow, ist meine voll geflasht. Sehr schön. Applaus, ist zu Ende. Hier, was sie hier schon so gut beherrscht, ist eben in einem Stück, in einem Zug diese High Belting Voice und dann doch diese Kopfstimme, und sie kann das sehr schnell kontrollieren und wechseln und eben so wie sie will. Wie gesagt, immer noch finde ich, dass es in den späteren Videos, dass ihre Stimme einfach noch mal stärker wird, das ist ja auch ganz normal. Sie ist ja auch sehr jung und das wird halt mit dem Alter auch stärker und mit der Übung, mit der Erfahrung. Was auch noch so richtig toll ist, ist die Connection zum Publikum. Sie vermeidet nicht die Blicke, sondern sie spricht die Leute so richtig an, sie schaut sie an. Natürlich sieht man ja die Augen nicht direkt, erstens, weil es so eine Masse ist und zweitens, weil man die Scheinwerfer hat, dann sieht man das nicht so direkt, aber trotzdem hat sie wirklich dieses die Menschen ansprechen, aber immer noch sehr bei sich sein. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die das hier gehört haben oder auch die Vocal Coaches, dass das einfach so eine große Karriere dann versprochen ist, die heute immer mehr und mehr erfüllt wird. Was hier jetzt noch nicht ist, diese ganz hohen Whistle Tones, diese extreme Höhe, die sie hat. Also bin ich immer noch neugierig auf mehr. Vielleicht finde ich mal ein Stück, das noch älter ist. Mal schauen. Oder Stücke, die noch so extremer in Höhe und Tiefe gehen.
Schreibt mir gerne in die Kommentare, zu welchen Stücken ich noch reagieren soll. Ich mache das total gerne, weil sie ist stimmtechnisch wahnsinnig interessant und eine unglaublich tolle Virtuosin. Wir sehen uns beim nächsten Mal, darauf freue ich mich schon und ich wünsche euch schöne Grüße aus Lübeck.